Hallo und schön, dass ihr mal wieder bei Armored Warfare eingeschaltet habt. Und zwar heute mit dem Zalo S, auch hier wieder in der Söldnerausführung. Ich habe den Zalo S vor Urzeiten schon mal gezeigt, aber auch hier kann ich einfach nicht von diesen Ausführungen genug bekommen. Gibt es ja leider nicht mehr zu kaufen, von dem her tut es mir leid. Aber den Zalo S wollte ich einfach mal wieder zeigen und ich dachte mir, naja, bevor ich den normalen nehme, also den hier, der schaut jetzt auch nicht schlecht aus, aber hallo, wie geil ist er denn? Deswegen zeige ich euch natürlich diesen hier. Wir schauen uns die Details zu diesem Jagdpanzer einfach mal genau an. Diese selbstfahrende Haubitze aus der Sowjetära ist berühmt für ihre Fähigkeit, auch in schwierigen Terrain operativ zu bleiben und ist mit einer 122mm 2A18 Kanone ausgerüstet. Das Modell 2S1 wurde zwischen 1971 und 1991 produziert und ist bis heute im Einsatz. Dieses Fahrzeug hat Kampfoperationen in Osteuropa, Nordafrika, Westasien und Zentralasien erlebt. Deswegen sehen wir, für einen Tier 4 hat er einen Schaden von 282 bei 213 Durchschlag, einen Schaden pro Minute von 3384. Ich habe ja schon ab und an auch mal den MBT-70 gezeigt, der hat mit Tier 6 deutlich weniger. Die Trefferpunkte dafür sehr, sehr, sehr schutzlos, also mit 950, wirklich, da muss man aufpassen, weil die Wanne, ihr seht's, das ist nichts außer vielleicht ein Stück Papier gefühlt, mit 10 vorne, 8 Seite und 8 im Heck. Ein minimaler Stahl, wenn man sofern es überhaupt sagen darf. Die Höchstgeschwindigkeit 81 km/h, sehr flink, die Ortung ist okay, die Zielerfassung ist super, also die Zahlen und Fakten sowohl gut als auch schlecht, aber das sind Zahlen und Fakten. Die Realität sehen wir uns jetzt im Game an. Die Karte Pipelines haben wir erwischt und ihr seht, wir sind hier mit unserem Vierer gut gelandet. Vierer-Dreier-Gefecht, allerdings Artis. Und ich muss sagen, ich habe jetzt den Panzer schon ein paar Runden spielen können. Er verträgt gar keinen Hit. Das ist unglaublich. Also, wenn euch ein Gegner sieht, dann, ich weiß nicht, was ihr machen sollt, tut, müsst. Lauft. Lauft ganz schnell, ganz weit weg. Es ist leider so, dass der einfach keinen Hit verträgt. Also, dementsprechend bleibt hinten, lasst das Spiel einfach mal das Spiel erstmal sein und versucht dann reinzuhalten. Wenn dann so das Ganze sich so ein bisschen verläuft und so Richtung Ende geht, dann könnt ihr versuchen, auch nochmal vorne Richtung Front zu fahren, sofern eure HP es denn zulassen. Aber bitte macht es nicht am Anfang. Ich weiß, es ist jetzt Aufrufen zum Campen. Es tut mir auch sehr leid, aber man muss realistisch bleiben. Und mit dieser Panzerung, da kommt halt jeder durch. Deswegen nutzt eure Kanone, die ist wirklich toll. Es ist halt eine fahrende Haubitze, kann man sagen. Aber sonst eben auch nicht. Aber sonst ist er ein super toller, schöner Panzer. Mit den Reifen, die hier vorne, die beiden beweglichen Achsen. Der LAV, der ist hier vorne auch. Also ich werde jetzt auch ein bisschen versuchen, mich so zu platzieren, dass ich da gut wirken kann. Aber auch nicht so weit vorne, dass auf mich gewirkt wird. Das ist so der Wunsch, den ich jetzt hier hege und pflege. Deswegen parke ich mich erstmal ein, schön rangieren, so wie man es aus der Fahrschule kennt. Bleib hier stehen und schau, was mein Team so aufmacht. Wie ihn zum Beispiel. Querschläger. Naja. Jetzt willst du mir nicht sagen, dass du da jetzt stehen bleibst. Nochmal einer. Jetzt bekommt er auf die Mütze. Ich hoffe, dass er so viel Angst hat, dass er zurückfährt. Aber nee, nicht so, wie ich mir das vorstelle. Der geht im Boden. Eigentlich eine super genaue Kanone. Das ist jetzt nicht typisch für ihn. Aber da komme ich nicht drauf. Da ist ein Haus im Weg. Das muss weg. Das Haus muss weg. Haus muss weg. Damit nehme ich mir jetzt nämlich auch hier so ein bisschen die schlechte Sicht. Oh, da war er gerade draußen. Das gibt's nicht. Gerade fehlt mir so die Übersicht, auf wen ich gerade gehen will. Kritischer Kretter. Oh, nee.
Der steht jetzt, jetzt steht er, jetzt titte ich und jetzt ist er weg. Ihr seht, hier geht's gut rund. Hier stehe ich jetzt gerade angenehm. Noch gehe ich nämlich hier nicht auf. Ich kann hier schön wirken. Auf den Leo Truff. Oh, jetzt hatte ich gedacht, er fährt noch ein Stück weiter. Hat aber nicht, aber ihr habt gesehen, da war er jetzt schnell weg. Also da geht es hier gut rund. Da ist einiges geboten gerade. Da fällt der nächste von uns. So ein bisschen wie Ping-Pong hier gerade. Ah, da hätte er sich gut in meinen Schuss reinbewegt. Allerdings ist er dann doch zerstört worden. Und jetzt haben wir hier die Seite, glaube ich. Dementsprechend gebe ich jetzt mal Gas. Nutze hier die fast 80 km aus, die er einfach kann. Oder in dem Fall bergab kommt er dann sogar gut auf die 80. Ah, die hält hier auf mich. Meine eigene. Nicht schlecht. Ja, du bist meiner. Da sieht man, dass die Gegner-Arti jetzt hier sich da gerade auf uns da drüben einschießt. Ich denke mal, dass die Gegner so 8er, 9er Linie sein werden. Obacht. So, ich halte mich jetzt hier mal so ein bisschen am Kartenrand auf. Will hier da noch nicht zu viel für zu viele Gegner beschießbar sein. Sondern vielleicht das Momentum ein bisschen nutzen. So, und wir rauschen hier runter. So, das hat ein bisschen HP gekostet. Ist kein Problem. Wo komme ich hier rüber? Komme ich da so rüber? Ich probiere es einfach. Scheißegal. Oh, das wird peinlich. Nee, da komme ich noch nicht raus. Da komme ich raus. So. Aber gerade so, dass ich die Karte noch ausnutze. Und hier jetzt Gas, Gas, Gas. Man sieht schon den Arti-Tracer. Wow. Stein. Zalo. Ganz viele Zalos. Nummer 1 Hit. Und Nummer 2 versenkt. Und jetzt kann ich hier schön auf die Jungs feuern, weil sie sich nicht für mich gerade interessieren. Und jetzt war ich weg, aber egal. Ich habe hier gut für Rabatt sorgen können. Habe zwei Gegner rausgenommen und darunter wichtig die Arti. Der Zalo hier hinten steht im Cap. Ja, der macht's richtig. Wenn die Gegner nicht zu ihm kommen, dann lässt er die Gegner zu sich kommen. Allerdings schade, dass hier die beiden T62 so passiv sind. Die könnte er gut gebrauchen für sich. So, jetzt mit dem nächsten Schuss. Ah, Mist, Mist, Mist. So, Arti, komm, walte deines Amtes. Wie gesagt, die T62 hier drüben, bisschen sehr passiv für noch beide voll HP. Übrigens, hier wäre es super leicht drüber gegangen, sehe ich gerade da jetzt rechts. Also was jetzt sehe ich gerade, es war mir schon klar, dass die Stelle ist, aber da hätte ich mich nicht so abtun brauchen. Aber ihr seht, die beiden tun sich hier unglaublich schwer. Aber hier dafür, da bekommen wir jetzt etwas Action. Was auf jeden Fall gut ist, dass unsere Arti noch im Spiel ist.
Das belebt das Ganze auch. Oh ja, Leo, da ist der Zalo. So, der Leo war ganz schlecht, dass er da so vorfährt. Der Zalo wusste natürlich genau, dass er da kommt. Und der Zalo verschießt. Oh nee. Absolut unnötig, dieser Verlust. So, jetzt hat er hier nur noch 71, also der andere ist wahrscheinlich... Oh mein Gott, das noch zu verlieren, das ist echt bitter. Er weiß ja auch nicht mehr, was er tun soll. Der denkt sich, ich... Oh. Ja, jetzt aufgrund dessen, dass die Gegner hier einfach die besseren Spieler haben, verlieren wir hier noch. Unsere beiden Artis. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie er da jetzt noch zurückkommt und ob er es schafft. Aber der Typ, der muss man einfach sagen, der ist wohl noch ganz, 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 ganz frisch im Spiel. Also so wenig Plan, wie er hier gerade vorweist. Und eigentlich mit dem Tier 3, da hat er zumindest schon eine Runde gespielt. Aber jetzt schießt der Zalo auf ihn, ohne dass er was sieht. Und jetzt denkt er sich, oh, da schießt einer auf mich. Na, wo ist er denn? Ich zeige ihm nochmal meine Seite. Nicht gut. Definitiv nicht gut. Sind die beide denn zusammen? Ja, die waren zusammen im Platoon, die beiden T-62. Pass auf, jetzt fahrt er wieder vor und kriegt nochmal eine... Ja, natürlich. Immer das Beste ist, das Heck den Gegner zeigen. Oh Mann, ey. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Da fehlen mir die Worte, was ich da noch dazu sagen soll als Kommentator. Dass der auch immer so Mini-Schritte fährt, dass er irgendwann im Zweifel mal sicher aufgeht. Aber selber keinen aufbekommt. Oh, jetzt haben die Artis einen gefunden. Ja. Das war einer der Zalos. Ah, es ist echt traurig, was hier passiert. Ja, der BND, der versucht nicht mal in die Richtung zu aimen. Und er ist auch mittlerweile schon so weit runtergeschossen. Also das ist doch noch eine Niederlage geworden. Hätte ich niemals gedacht. Aber man sieht, sowas kann sich schnell rächen. Auch hier schon fast noch zu früh rübergefahren, beziehungsweise ein bisschen ungeduldig geworden. Hätte ich mal jemand anders machen sollen. Am besten die T-62. Und man hat halt einfach gesehen, wenn man solche Jungs wie die T-62 hat, die einfach natürlich neu sind, das gehört halt dazu, man muss ja auch mal das Spiel anfangen, dann hat man es sehr, sehr, sehr schwierig. Deswegen bin ich froh über jeden Zuschauer, der so ein bisschen das Game verstanden hat und verinnerlicht. Wir schauen einfach mal, was wir so im Zalo reißen konnten. Wir haben 2065 gemacht, haben 651 ermöglicht, sind im Team mit 860 XP auf Platz 3 mit 2065 Schaden auch ebenfalls auf Platz 3 gelandet. Und in den Details sehen wir, es gab 84.000 Credits raus. Bei der Niederlage natürlich weniger, unterm Strich okay, aber naja, wie gesagt, man braucht halt für dieses Spiel auch einfach Teammates. Und wenn man solche hat wie den T-62, den anderen T-62, logischerweise beide mit 0 Schaden, auch hier 0 Schaden, wobei da ist wenigstens was gespottet worden. Dann wird's da einfach verdammt schwer. Naja, trotzdem vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart und zugeschaut habt. Es freut mich, euch wieder beim nächsten Mal bei Armored Warfare begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Gute, euer Alcaramba.